Ich habe vor allen Dingen eine Verbindung zum Grünkohl, weil ich muss mir hier heute nicht verbiegen. Grünkohl esse ich von Kindesbeinen an und hin immer schon gerne. Wer soll das denn glauben? Jetzt mal ernsthaft. Jemand, der sogar, wenn er in Mali aus dem Flieger steigt, aussieht wie aus dem Designer-Ei gepellt. Ja, oder als wäre er beim Casting für fucking Top Gun. Der ist doch im Leben kein Grünkohl.